Hallo liebe Genossen, Comrades and Tovaric, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid und damit ich Gelegenheit habe hier für meine einleitenden Worte, würde ich vorschlagen, dass wir uns hier, dass wir in den Bus einsteigen hier im Hochbunker. Da haben wir ja, Platz ist nicht wirklich, die müssen ein bisschen zusammenrücken hier. Und dann fahren wir hier ein Stückchen mit, geht hier zur Kohleverarbeitungsanlage. Ist minder spannend, aber dann habe ich wenigstens die Zeit, euch zu erzählen, was seit der letzten Folge geschah, Genossen. Denn ihr habt gesehen, wir sind jetzt Mitte Oktober. Da ist ein halbes Jahr vergangen, werdet ihr sagen. Ja, ist es auch. Zwischenzeitlich gab es nämlich ein kleines Update zu Workers and Resources. Und da wir ja hier auf der Testbranch unterwegs sind, müssen wir einfach damit rechnen, dass ab und an dann dadurch, durch diese Updates, auch kleinere Probleme auftreten. Gerade wenn das Spiel so heavily modded ist wie dieses hier, ne, ist das durchaus zu erwarten und ist dann der Preis, den man zahlt dafür, dass man da auf der Testbranch eben unterwegs ist. Ne? Ja, was waren die Probleme, die aufgetreten sind, Genossen? Das größte aller Probleme war sicherlich die gesamte Baustellensituation. Es führte dazu, dass alle Baustellen, alle Straßenbaustellen und alle Gebäudebaustellen einmal ausgesetzt werden müssen und neu gestartet werden mussten. Also das war, das wollte ich euch hier auch nicht zumuten. Ne? Das war einfach, wäre eine Folge lang nur Baustellen durchklicken, ausschalten und wieder neu starten gewesen, Genossen. Ja, dann gab es, ich musste mir eine Liste der Probleme hier erstellen, so umfangreich war das. Es gab Probleme, was habe ich hier aufgeschrieben? Zufahrt Asphalt. Achso, ja. Anfang des Jahres hatte ich weitere Baustellen ausgewiesen und dabei versehentlich die Zufahrt zum Asphaltwerk blockiert. Das heißt, dass ich wunderte mich, warum geht der Straßenbau hier nicht voran? Ihr Lieben, und war selber schuld daran, denn ich hatte hier unserem Konstruktionsbüro die Zufahrt verbaut. Das kann ich euch mal zeigen hier. Wir steigen mal aus, dann können wir die Probleme hier detaillierter mal eben durchgehen. Ich stelle aber dennoch hier schon mal die Uhr und wir fangen jetzt auch an, Genossen. Ne? Genau, wir fangen jetzt auch an, denn die Analyse der Probleme, das wird hier länger dauern. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr euch da Zeit für nehmt. Denn es sind einfach die Herausforderungen, die sich hier aus der Herangehensweise ergeben, die mir auch großteils hier neu sind. Ne? Und super, dass wir da uns hier zusammen durchkämpfen, Genossen. Von daher, nach dieser kleinen Pause geht es los. Bam, 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 bam. Bam, bam. Ja, hallo und schön, dass ihr da seid. Also, ich sprach gerade über die Probleme in der Zufahrt da im Asphaltwerk. Ne? Und das möchte ich euch mal zeigen. Wir steigen hier mal aus und fliegen hier mal eben rüber, Genossen. Das können wir hier auch ausschalten alles, ne? Das kann weg, der kann auch weg, genau. Da ich hier diese Straße ausgewiesen hatte als Neubauprojekt, ja, anscheinend sogar jetzt hier mit Laternen versehentlich. Genau, Laternen, kam auch eine Anfrage zu, muss ich mich auch gleich nochmal zu äußern. Da war diese Zufahrt hier blockiert, Genossen. Das habe ich aber nicht so gut gesehen, weil das war so ein bisschen undeutlich. Und ich wunderte mich, wieso gehen die Kipper nicht an den Start und fahren hier mit dem Straßenbau fort. Ja, das war dieses kleine Stück hier, wo ich selber dann eine Blockade gelegt hatte sozusagen. Und was dazu führte, dass unsere Republik dann ungefähr 2 Monate lang keinen Straßenbau betreiben konnte. Hier, durch diese 3 Meter Sandpiste oder 2 Meter, was immer das sein kann, da wurde das denn gelöst. Ne? Ja, naja, das war das selbst verursachte Problem hier. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Neustarten aller Baustellen hatte ich schon angesprochen. Dann die elektrischen Leitungen, Genossen. Die elektrischen Leitungen, das ist, glaube ich, bin ich hier zu einer Erkenntnis gelangt, dass die Mittelspannungsleitung, wir hatten ja hier das Beispiel, ne? Hier sind wir von einem Vanilla-Gebäude, das ist dieser Transformator, ne? Leistungstransformator, dass wir hier von einem Vanilla-Gebäude die Mittelspannung abzweigen, hin zu diesem Mod-Gebäude, hin zu diesem Switch hier in dem Falle, ne? Der Switch-Tower.
Hier hat ja der Bau der Leitung funktioniert, Genossen. Da war ich ja in der letzten Folge noch positiv erstaunt von, wie schnell das doch geht. Hier nebenan allerdings, trotz wiederholten, ja, ich kann euch das mal zeigen hier, trotz wiederholten Aussetzen, Bau aussetzen und Bau fortsetzen, ne, klicken wir drauf. Und normalerweise würden jetzt hier die Baubüros aufploppen, Genossen. Das ist aber nicht der Fall. Jetzt hatte ich ein bisschen recherchiert und ja, in mir, ja, wie soll man das sagen, reift der Verdacht, dass zwischen den gemoddeten Mittelspannungsgebäuden, dass die dort kein Leitungsbau von selber stattfindet, Genossen, ja? Dass das quasi irgendwie durch, wie auch immer, durch das Mod verhindert wird. Jetzt hatte ich drüber nachgedacht, ja, was kannst du machen? Astral, hast ja deine Regeln, hier musst du dich auch dran halten. Und ich denke aber, dass wir das hier als Ausnahme durchgehen lassen, Genossen. Da ich ganz gern diese Gebäude hier auch verwenden möchte, ne? Das, ich kann euch das auch mal zeigen, weil ich war der Sache schon doch, denke ich, auf den Grund gegangen. Zeige ich euch mal hier. Wenn wir jetzt hier eine Mittelspannungsleitung ansetzen, ne? Jetzt habe ich hier mit Rubelbauen drin, das nehmen wir raus, nehmen wir hier so, setze ich an, zack, und das beginnen sie mit dem Bau der Infrastruktur. Dann könnt ihr sehen, dass hier, ja, da schalten sich jetzt hier die, naja, die Konstruktionsbüros rauf, na komm schon, schalten sich nicht rauf, Bau ist kein Bau, genau, wir müssen alles neu starten und dann schalten die sich rauf, Genossen. Dieses mit dem Neustart, ja. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie seit diesem Update, habt ihr gesehen, ne? Man muss immer einmal aussetzen den Bau und dann wieder neu starten. Woran das jetzt liegt, vermag ich nicht zu sagen, auf jeden Fall ist es so. Und hier seht ihr ja, dass die Mittelspannungsleitungen in die Worklist sozusagen mit übernommen werden. Das heißt, rein vom Prozedere her, vom Modus Vivendi, muss das okay sein, ne? Von daher der Verdacht, dass es durch das Spiel oder im Spiel bislang nicht möglich ist, diese Mittelspannungsleitung zu bauen, werden wir die als Ausnahme durchgehen lassen und einkaufen, Genossen. Ja, das ist die Entscheidung, die hier getroffen wurde. Dieses Gebäude abreißen, ja, das waren die Demonstrationsleitungen hier. Und diese Leitung hier, ja, weil es ist uns nicht möglich, die in Eigenarbeit fertigzustellen. Ne? Und das sind genau diese Ausnahmen, die ich auch meinte damit. Ja, wir schauen uns das an, baut fortsetzen, nichts passiert. Und es ist nicht das erste Mal, von daher wird hier jetzt ein Einkauf gestartet, Genossen. Und ja, das ist so, genau. Ja, die Tankstelle hier ist fertig, sehr gut. Was hatte ich noch seit der letzten Folge in Auftrag gegeben? Das muss ich euch auch zeigen, ne? Hier hatte ich noch zusätzlich, na, hier drüben seht ihr schon die umfangreichen Hafenneubauarbeiten, aber die wollen wir uns jetzt noch gar nicht anschauen. Da wollen wir uns noch gar nicht von ablenken lassen, denn die Brücke ist zwar hier zu einem Großteil fertig, aber das letzte Segment ja, muss noch erstellt werden und wenn das denn fertig ist, dann können auch die Bauarbeiten auf der anderen Seite da losgehen, ne? Damit das Ganze ein bisschen schneller vorangeht, haben wir hier noch Bauaufträge für Konstruktionsbüros erteilt. Das sind von den großen Gebäuden hier mit den 32 Stellplätzen dann 3 Stück noch. Und seht ihr auch schon, die sind auch in Produkt, also die sind, hier wird gebaut. Genau, hier wird schon gebaut. Und ja, das Mysterium hier. Ja, das ist spooky. Naja. Gut, ihr Lieben. Genau, haben wir die schon freigegeben? Nein, die haben wir noch nicht freigegeben, weil hier die Straße noch nicht fertig ist. Ne? Bau hat aufgehört, aber das ist okay. Das heißt ja nur, dass er hier, ne? Solange hier die Baubüros zugeteilt sind, da ist das in Ordnung. Da passt das. Hier ist es auch so. Jawohl, die Gebäudekonstruktion hat auch hier schon erkannt, dass hier was zu tun ist. Sehr gut. Ja, Genossen, so ist die Problemlage hier ein bisschen. Dann hatten wir durch das Update bedingt auf der Kolditzer Seite, da fliegen wir jetzt mal rüber,
Ihr seht es schon, der Straßenbau kam natürlich auch hier zum Erliegen, weil, wie gesagt, jedes kleine Stück hier neu gestartet werden muss. Und ihr seht, das sind unendlich viele Fitzelchen. Ja, mal schauen, wie das hier davor steht. Ja, wahrscheinlich ist dieses Stück noch nicht erreichbar, ne? Ja. Das ist noch nicht erreichbar. Hier haben die Konstruktionsbüros allerdings schon zugeschlagen und sind dabei. Sehr gut. Ne, so nagen sie sich langsam hier von beiden Seiten durch diese Straße durch, Genossen. Das hatte ich auch neu gestartet, hier den Zugang zum Tunnel. Sehr gut. Und hier, ja, hier geht es ja auch voran. Genau, das hatten wir auch gestartet. Sehr gut. Das läuft, Genossen, aber große Probleme gab es hier mit der Zug-Dieselstation, die nach dem Update aus unerfindlichen Gründen einfach nicht mehr funktionierte, Genossen. Ja, alles Mögliche probiert, die Züge auch zum Depot geschickt oder weggeschickt und es, selbst mit Treibstoff im Zug-Diesel-Depot konnten die Züge dort nicht tanken. Treibstoff und Strom ist vorhanden, sie konnten dort nicht tanken, ne? Und ja, das habe ich auch als Ausnahme angesehen und habe dieses Zug-Diesel-Depot quasi abgerissen und neu errichtet. Und im Zuge dessen haben sie hier auch eine kleine Pumpe bekommen. Ja, so dass jetzt der Treibstoff hier, ja, danach funktionierte es wunderbar, Genossen. Danach funktionierte es. Aber selbst mit Treibstoff im Zug-Diesel-Depot konnten vorher die Züge nicht tanken. Und ja, das können wir natürlich nicht hinnehmen, ne? Ja, das fiel auch unter die Ausnahme und damit seid ihr eigentlich auf dem aktuellen Stand, Genossen, oder? Habe ich was vergessen hier? Habe ich was vergessen? Ja, ich habe vergessen, genau, der Zug stand natürlich hier auch drinne dann und konnte nicht tanken, also einer der Züge, so dass ich im Endeffekt auch einen Zug verkaufen musste und den dann wieder kaufen musste. Also, das war auch noch hier mit verbunden und dabei haben wir hier auch natürlich noch ein Stück Stromleitung wieder ranflicken müssen, ja. Das lief unter die Ausnahmeregelung, aber sonst war es das eigentlich, Genossen. Ja, weiteres ist nicht passiert, ne? Ich muss mal nachdenken, nicht, dass ich sage, und nachher heißt es, ja, Astral, du hast ja gesagt, genau. Hey. Nee, fällt mir jetzt nicht so ein. Ich habe mir hier auch ich habe mir ja einen Zettel gemacht, Genossen, und auf dem Zettel steht auch noch Kieswerk mit drauf. Und was meinte ich denn mit Kieswerk? Ach ja, hatte ich unter elektrische Leitung geschrieben. Genau, das war das Problem, was ich auch schilderte hier mit den, hier drüben, ne? Wo wir gerade die Mittelspannungsleitung gekauft haben, Richtung der Eisenvorräte an der Straße. Und genau die gleiche Problematik ergab sich hier halt auch aufgrund der Verwendung hier des Mod-Gebäudes. Ja, so dass ich hier auch zu der Notfallmaßnahme geschritten bin und von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen musste, leider. Ja. Genau, Neustarten aller Baustellen hatten wir, Zug-Dieselstation, elektrische Leitung, Fragezeichen. Das war's, Genossen. Ihr seid auf dem aktuellen Stand und dann können wir jetzt auch wieder ein bisschen Gas geben, damit sie weitermachen können hier mit der Abarbeitung der Baustellen, Genossen, ne? Zu tun gibt's genug. Das heißt, da brauche ich jetzt keine Sorge haben, dass die nicht genug Arbeit haben. Das sollte in Ordnung gehen, Genossen. Aber dennoch, das muss alles ein bisschen gebabysittet werden hier, weil sonst läuft das nicht gut, Genossen. Das kommt nicht gut von selber. Da muss man hinterher sein, ne? Ja. Aber ihr seht, hier geht's auch voran auf der Hafenstraße. Sehr gut. Ja, das ist schön zu sehen. Okay. Ja, Ende Oktober, Genossen. Es ist schon wieder 10 Grad. Das heißt, wir können uns... dieses Logger. Ein Logger. Was ist das? Ein Baumtransporter. Wie nennt man das denn? Ein Baumtransporter, ne? Holztransporter, ja. Holztransporter nennst du das? Naja, Astral. War es auch schon mal kreativer drauf, aber jut. Naja, schauen wir mal, ob diese Baustellen hier laufen. Ja, die sind zugewiesen. Die hatte ich alle neu gestartet, Genossen. Ne? Jede einzelne davon. Aber, naja. Anders ging es halt leider nicht.
Und ich denke, es werden auch noch ein, zwei Baustellen nicht neu gestartet sein, die uns hier noch entgegenkommen werden. Hier zum Beispiel seht ihr das auch. Ne? Der Bau ist keinem Bauamt zugeordnet. Das heißt, Bau aussetzen und Bau fortsetzen. Und dann müssten eigentlich hier von der anderen Seite doch die... Ach, das Stück ist auch noch nicht fertig, deswegen, Genossen. Das Stück ist auch noch nicht fertig. Ja, das sind dann auch so kleine Mikrostückchen, ne? Das sind so Miniaturstückchen. Ja. Hier sind sie dabei, hier sind sie aufgeschaltet. Okay, das ist gut so. Naja. Was haben wir hier? Das sieht auch gut aus. Ja. Elektrische Komponenten. Okay, weil die bekommen jetzt auch ab und zu, habe ich auch aufgrund der hilfreichen Zuschauerkommentare hier jetzt mal angefangen, Straßenlaternen zu bauen. Ihr seht es, Genossen, ne? Ihr seht es, weil es kam die Frage auf, wieso baust du eigentlich keine Straßenlaternen? Und ja, völlig berechtigte Frage, die ich auch so nicht beantworten konnte, Genossen. Was wir hier haben, hier seht ihr, hier hatte ich schon mal testweise Straßenlaternen mit eingebaut. Und diese Straßen haben ja auch den Vorteil, dass dort einfach die Fußgänger ein bisschen schneller laufen. Ne? Dort, wo die Straßenbeleuchtung mit vorhanden ist. Im Gegensatz zu den nur asphaltierten Straßengenossen. Ja. Ihr seht es auch, so langsam sind unsere Busse... Was ist denn hier los? Hier am Zopp ist immer viel los. Da ist immer gut zu tun. Und weil das hier auch als Durchgangsstraße angesehen wird, da stauen sich hier natürlich die Fahrzeuge. Schön wäre, wenn man für die Straße sagen könnte, bitte nur bestimmte Fahrzeuge hier durchlassen. Ne? Ja. Seht ihr, die wollen hier nur durchfahren. Ja. Hätte auch hier rumfahren können, aber nein, stehen hier mit im Weg rum. Also mehr Busse können hier wirklich, glaube ich, nicht mehr zugeordnet werden dann langsam. Gut, Richtung Winter machen wir uns auf, Genossen. Und letzten Winter hatten wir eine ganz furchtbare Situation hier drüben in Kolditz. Und damit das diesen Winter nicht wieder geschieht, werde ich da mal ein bisschen aufmerksamer sein müssen. Ne? Die Alkoholvorräte sind okay. Ja, 20 Tonnen, da haben wir genug zu trinken sozusagen. Und Essen ist komplett voll. Hier wurde ja auch der Export eingestellt. Und das ist auch gut so, Genossen. Hier, ein Feuer in Klein-Kuwait. Juhu. Was brennt hier denn? Oha. Aha. Ja, das wollen wir uns mal anschauen hier, Genossen. Ob unsere Feuerwehr das schafft. Ah, da kommen sie schon hier. Da kommen sie schon an. Und ich zoome uns hier weg, Genossen. IFA G5, ja. Das war eine hervorragende kurze Löschoperation. Ja, die Genossen sind geschult, ne? Das läuft super, Genossen. Das ist schön zu sehen, ja. Okay. Ja, die Straßenbauarbeiten hier gehen hoffentlich auch voran. Nachschauen. Ja, hier sind Konstruktionsbüros zugeordnet, auch wenn jetzt keine Arbeiter da sind. Aber ich habe auch unsere bestehenden Konstruktionsbüros einfach mit viel zu viel Baustellen überschwemmt, Genossen. Ne? Da muss ich auch ein bisschen selbstkritisch hier sein. Deswegen warte ich jetzt auch ein bisschen ab, dass die das hier langsam abarbeiten lassen. Hier, das wäre zum Beispiel allerhöchste Priorität. Was ist denn das hier eigentlich? Was soll denn hier gebaut werden? Kies, eine Kiesstraße. Ja gut, Hauptsache unser Winterdienst kann hier weiterhin ausrücken, ne? Denn der hält ja hier die ganze Ecke. Ja. Und hier, ja, können wir auch noch leider keine neuen... Nee, schon... Ja, jetzt haben wir hier alle 30 Sekunden Feuer. In Strausberg, die Uni. Okay, die Uni in Strausberg brennt. Was ist denn hier los an der Uni, Genossen? Naja, da kommen natürlich... Ja, hier seht ihr, die wohnen direkt neben der Feuerwehr. Und das läuft. Das läuft. Da können die zündeln, diese Studierenden, wie sie möchten. Das, ja, das kriegen wir hier niedergekämpft. Sehr gut. Ja, Genossen, hier seht ihr, hier ist die Asphaltdecke kurz vor der Fertigstellung. Und die Fertigstellung verzögert sich auch immer gehörig durch den Mangel allein an den Walzen, ne? An den, wie heißt denn die Roller? Ja, ne? Straßenwalzen, Dampfwalze nannte man das früher, ne? Diese, ja, die Walzen halt, genau, Genossen. Warum jetzt hier allerdings mit Straßenbeleuchtung gebaut wurde, ist auch wieder nur meiner... Ja,
ich hätte beinahe Unaufmerksamkeit gesagt, geschuldet, aber irgendwie sieht es ja auch gut aus hier, ne? Die Einfahrt hier in den Hafen ein bisschen beleuchtet. Ja, das macht schon was her, Genossen. Ja, völlig zu Recht wurde das hier mit Laternen geplant. Auch wenn die Vorteile für die Fußgänger hier in der Ecke natürlich eher gering sind, aber naja. Gut, geht das hier weiter? Wie sieht's denn hier aus? Ja, Baubüros hängen hier dran, sehr gut. Und auf der Seite auch sehr schön. Ja. Ja, das nenne ich Babysitten, Genossen. Immer wieder schauen, ist denn auch alles in Ordnung hier? Und ja, in Ordnung in dem Sinne, als dass die Baubüros beauftragt sind, ne? Ja. Gut, 19. November, Genossen, der erste Schnee wird gleich zu erwarten sein. Das heißt, für mich eine Gelegenheit, einen Schluck zu trinken. Und dann werden wir mal aufpassen, dass sich die furchtbare Katastrophe des letzten Winters hier in Kolditz nicht wiederholt, ne? Ja, also, Prost darauf. Ja, der Straßenbau. An der Ecke, da bauen sie jetzt auch schon 2 Jahre rum, glaube ich. Ja. Kommt mir jedenfalls so vor. Das zugeordnet sind sie. Sollen wir die auch nochmal neu starten? Hier, wenn das hier nicht vorangeht, Genossen, dann brauchen hier auch nicht die Fahrzeuge immer rumstehen. Hier ist nur eins mit dran. Okay. Hier setzen wir die Bau mal komplett aus. Und dieses Stück starten wir auch mal neu. Ja. Okay. Ja, da ist er, Genossen, da ist er, der erste Schnee. Na? Wer hätte es gedacht, dass es so schnell geht jetzt? Ja, wir alle haben es gedacht, oder? Wir wussten es doch alle, dass es jetzt kommt. Ende November, ja, was soll denn auch passieren, ne? Außer, dass hier eine dicke, dicke Schneedecke unsere kleine Republik einhüllt. Ja, das ist aber schön, ne? Die Straße hier haben sie schon fertiggestellt. Das ist wirklich allerherrlichst, Genossen. Komm, wir springen mal eben mit rein. Weil, dann kann ich euch vielleicht auch unterwegs mal eben erzählen, was wir drüben in Richtung des Eisens bislang schon unternommen haben. Denn der Plan da drüben sieht ja aus, Richtung des Eisens die Kohle per Binnenschiff dorthin zu transportieren. Und dort vor Ort ja eine Kohlelagerung zu errichten, dazu ein Kohlekraftwerk, was lokal dort die Energie erzeugt. Und ja, das Stahlwerk soll da auch hingenossen. Das ist der Plan, dass die Eisenverarbeitung dort vor Ort verbleibt. Das Eisen wird nicht großartig weitertransportiert, sondern direkt zum Stahlwerk weitergeführt und mit der per Schiff zugeführten Kohle dann zu Stahl verhüttet, ne? Sagt man das so? Verhüttet? Die verhütten das, ne? Gut, sonst mag man mich gerne korrigieren. Dem stehe ich sowieso offen hier. Ich finde es auch super. Nochmal vielen Dank für all die Kommentare und die ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Ja, willkommen hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid und habt eine gute Zeit, ne? Sonst, wenn euch was auffällt und oder ihr lustige Sprüche zu dem Fortgang der Ereignisse hier beizutragen habt, hinterlasst es in den Kommentaren. Das ist immer eine große Freude für mich auf jeden Fall, aber auch für die anderen Zuschauer, die dann die Kommentare lesen und denken, genau, ja, gerade die Sachen mit Zeitstempel, was oft super witzig ist, ja. Na gut, aber ich will hier nicht abschwenken, Genossen. Wir sehen hier schon wieder Kolditz am Horizonte aufragen auf dem Burghügel. Ja, hinter den ganzen Signalen natürlich verborgen. Aber bislang, was ich noch nicht gesehen habe, Genossen, ist der Winterdienst. Wo sind die Genossen denn hier? Hier stehen die Kipper rum. Das ist einer der Kühllaster, der hier unser Fleisch einkauft. Ja, hier auch. Nichts passiert, Genossen. Nichts passiert.
Aber der Schneefall war jetzt auch nicht so super heftig. Das kann man auch gerne mal zugeben, ne? Ja, jetzt haben wir minus 3 Grad. Das ist auch noch annehmbar. Ja, komm. Wir springen hier mal raus, würde ich sagen. Und lassen die Genossen hier alleine weiterfahren. Denn der will, der will zum Gastronom und die Elektronik vorbeibringen. Ne? Das sieht natürlich ganz nice aus hier, die Burke im Winter, Genossen. Ach, hier, wenn der Schnee flog. Oh, jetzt will die Maus nicht so. Schade aber auch. Aber der muss ja zurückkommen, Genossen. Der muss ja zurückkommen, der Schneeflug. Und den Schnee hier die Brücke runterwerfen. Ah, leider war nichts mehr mit drauf, aber gerade sah es sehr gut aus, ja. Ah, ja. Ja, hier wird auch aufgeräumt, sehr gut. Bis halt zu den Baustellen ran, ne? Da hören sie dann auf, Genossen. So, wir wollten aber dieses Jahr aufpassen, dass wir hier nicht wieder in dieselbe Problematik kommen. Und ich quatsch hier so, schon wieder so viel rum, ohne aufzupassen, Genossen. Aber dieses Jahr anscheinend kommen die Genossen der Arbeit nach. Die kleinen Heizkraftwerke sind besetzt, das ist sehr gut. Hier hinten auch, hier qualmt es auch. Gut, sehr schön. Komm, wir rufen uns noch einmal das Overlay auf für die Temperaturen hier, damit wir auch sicher sind, dass wir hier nichts übersehen. Würde ich vorschlagen, ne? Das machen wir mal eben hier, Genossen. Heatwater Tank, nein. Die Gebäudeinnentemperaturen. Ja, ist natürlich weiß auf weißem Hintergrund, aber für meine Augen sieht es so aus, als ob hier überall 24 Grad in den Gebäuden wären. Und damit sollten unsere Leute zufrieden sein, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Selbst die Felder werden mitgeheizt, Genossen, ja? Was kommt denn als nächstes hier? Beheizte Bürgersteige oder was? Na, das geht nicht. Unsere Bürger sind ja auch hart im Nehmen, das muss man ja auch mal sagen. Die sind ja Kummer gewöhnt. Wird hier Schnee geräumt? Auf der Brücke auch nicht wirklich, ne? Ja, vielleicht müsste man die Schneeräumdienste, besser gesagt den Straßendienst hier auch nochmal überdenken, weil die räumen ihre eigene Einfahrt, na klar. Nachvollziehbar ist es, aber ob das so gut ist, Genossen, das ist eine andere Frage, ne? Ja. Overlay können wir wieder ausschalten, das sieht gut aus, Genossen, oder wir überprüfen auch mal Strausberg, weil es kam ja auch die Eingabe eines geschätzten Zuschauers, den Einkauf von Bevölkerung, Genossen, in Zukunft mit in das Strafgesetzbuch hier aufzunehmen quasi und wie hieß es? Challenge, ich hab das wieder vergessen, finde ich eine gute Idee eigentlich, Genossen. Finde ich eine gute Idee. Und da wollte ich mit euch auch mal drüber nachdenken, ob wir uns das erlauben können. Weil wir sind jetzt bei knapp 10.000 Leuten, ja. Und ich gebe zu, nach dem großen Verlusten, also schauen wir mal hier dieses Jahr, nach den großen Verlusten sehen wir das. Einkauf von Bevölkerung. Das müsste in der Wirtschaftsübersicht ersichtlich sein, ne? Wirtschaft und Handel. Ausländische Arbeitskräfte, sowjetischer Block? Nee, das ist es nicht. Ja. Einwanderer. Dieses Jahr, Genossen. Sowjetischer Block. Ihr seht es, hier habe ich 325.000. Ja, ihr seht auch die, wann es geschehen ist ungefähr. Ne? Wir rufen uns jetzt auf seit dem 1. Januar in die Zeit. Sind jetzt Ende November, das heißt, wir sehen das ganze Jahr. Und der größte Ausschlag ist der Nachgang der Katastrophe, der Winterkatastrophe 64-65 von Kolditz. Und danach hatte ich nochmal ein, zwei Gebäude aufgefüllt. Ja, Genossen, bei 10.000 Leuten können wir uns das erlauben, komplett auf die Fruchtbarkeit unserer eigenen Bevölkerung zu setzen, Genossen. Ja? Das wäre eine interessante Ergänzung und ist aber auch natürlich hochgefährlich, Genossen. Denn gerade da wir hier auf der Testbranch unterwegs sind und ab und zu mit Eingriffen oder Effekten rechnen müssen, die nicht vorhersehbar sind und auch nicht weiter
ja, weiter planbar sind oder, ja, oder kompensierbar sind, würde ich es nicht zur absoluten Regel erheben wollen, aber finde den Gedanken sehr reizvoll. Ne? Weil es doch, jetzt haben wir so eine gewisse Basisbevölkerung, das Argument zu Beginn war ja auch diesen Autobau zu machen, da wir einfach hier auf einer leeren Karte gestartet sind. Ne? Und von nichts kommt nichts, Genossen. Ne? Mit leeren Händen, da kann man auch nichts schaffen. Jetzt allerdings haben wir ja so eine gesunde Ausgangsbasis sozusagen, um von dort aus weiter voranzugehen. Ja. Deswegen, eine abschließende Entscheidung dazu, wollen wir die treffen, Genossen? Also, kann ich ja mal zur Abstimmung stellen hier in den Kommentaren, Genossen. Sollen wir in Zukunft auf den Einkauf von ausländischen Arbeitskräften komplett verzichten? Ja oder nein? Wenn ihr dazu eine Meinung habt und diese bekannt geben mögt, dann würde ich mich sehr freuen. Und schreibt es bitte in die Kommentare. Ja? Dann, ich spüre in mir eine gewisse Tendenz, die jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schon durchschien. Und bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ja, weil dann sind wir auch bald an einem Punkt, wo es komplizierter nicht mehr werden kann. Ne? Wo wir komplett, ja, also wo es nicht denkbar ist, das Workers and Resources Spiel noch weiter zu verkomplizieren. Natürlich abgesehen von solchen Ausnahmen hier, wie die Mittelspannungsleitung zwischen den Mod-Gebäuden, wo wir einfach nichts machen können, aus eigener Kraft heraus. Ne? Jetzt haben wir aber hier die Tankstelle mit Strom versorgt, das ist sehr gut, Genossen. Dann lass uns diese auch an das Minol-Zentraldepot hier mit anschließen, damit sie auch mit Treibstoff versorgt werden. Ne? Das machen wir mal eben. Das machen wir mal eben, Genossen. Hier fliegen wir hier nochmal hin und nehmen uns die Tankstelle mit dazu. Hoppala, habe ich jetzt irgendwas hier wieder weg? Ach, war Autosave wieder hier, ne? Das sollte ich vielleicht mal ausschalten, Genossen, dass das nicht immer hier dazwischen flackert. Und hier haben wir Minol entladen zu 80%. Jawohl, das ist, das sieht gut aus, ne? Das ist doch hier Vraska. Vraska, heißt das so? Ja, der Name, wo ist denn der Name jetzt hier, Genossen? Ah, hier steht er. Genau. Ja. Ja, Namensgebung, da muss auch ein Komitee einberufen werden, damit hier mal vernünftige Namen vergeben werden können. Denn Vraska, ja, ist jetzt, außer wir sind im sorbischen Gebiet unterwegs, aber sonst klingt das ja nicht unbedingt nach unserer Republik, Genossen, ne? Lasst uns die Gelegenheit ergreifen, damit ich euch hier zeigen kann, was hier auf der anderen Seite geschehen ist, Genossen. Ne, ihr seht es hier, die Brücke, dieses Segment ist mittlerweile auch schon fertiggestellt. Und okay, das haben sie sich automatisch gegriffen, das ist sehr gut. Ja, vielleicht hatte ich das auch nach dem die Brücke war ja vorher schon. Wie auch immer, auf jeden Fall sind die Baubüros hier dran. Das ist nice, okay. Und zum weiteren Vorgehen möchte ich sagen, dass dieser ganze Bereich hier, alles was ihr hier jetzt seht, zwar hier als Baustelle ja, ausgewiesen ist, aber diese Straßenverbindungen, die da hinführen, die habe ich unterbrochen oder besser gesagt nicht zugewiesen, sodass hier auch nichts gebaut werden kann. Jetzt war es natürlich auch nicht so eine weise Entscheidung, das alles schon in die Planung zu nehmen oder schon mit auf den Zettel oder einen Auftrag zu schreiben dafür, für die Baubüros. Aber das war dann schon geschehen und konnte ich auch nicht mehr ändern. Von daher ist das jetzt schon zum Bau mit ausgeschrieben und ihr seht all die kleinen Baustellensymbole hier. Ne? Ja, ja. Wollen wir hier mal durchlaufen schnell? Weil wir kommen hier an, von Strausberg aus. Ne? Oh, seht ihr hier, das geht schnell, die Konstruktionsbüros, Genossen. Da freue ich mich drauf, weil die werden richtig ein Rocket Booster quasi an unsere Bauwirtschaft ransetzen. Ja, das wird richtig gut werden. Wir brauchen die Baupower hier, auf jeden Fall hier drüben, Genossen. Ich will euch das mal zeigen. Wir kommen hier an. Hier ist die Brücke. Hier haben wir eine kleine Tankstelle, ne? Weil die letzte Tankstelle ja, vorm Fluss ist sozusagen die hier in Vraska, die wir gerade zugewiesen hatten.
Und dann haben wir einen kleinen Tunnel hier durch den Berg durch. Ja, man hätte ja auch alles, aber nee. Leider waren unsere Genossen nicht in der Lage, hier die Ebene komplett einzuebnen, sondern mussten mit den Gegebenheiten der Landschaft zurechtkommen. Und unsere Planer und Geografen und wer da alles dran, Akademie der Wissenschaften, wer da alles mit dran beteiligt war, weiß ich nicht. Es wurde aus allen möglichen Ministerien gefördert und die Planung stand denn jedenfalls in der Form, als dass hier ein Tunnel mit eingebaut wurde, der hier dann wieder auf eine Straße zuläuft. Ich kann euch auch mal oder uns mal hier die Höhenlinie mit aufrufen. So. Der hier auf eine Straße zuläuft, dann haben wir hier, ihr seht es, ne? Eine ganz große Feuerwehr. Die soll halt für diesen ganzen Bereich zuständig sein und auch natürlich für diesen Bereich hier. Deswegen, das ist die große Main Fire Station, die Hauptfeuerwache. Ja. Die soll hier errichtet werden und sitzt damit auch recht zentral. Ja, hier hatte ich schon angefangen, einzelne kleine Wohnhäuser mit aufzusetzen, die quasi hier über diese Ebene hinwegschauen von so einem Mittelplateau aus. Ja, das sieht, mal sehen. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Da will ich mich noch gar nicht groß zu äußern. Aber bevor das alles gebaut werden kann, Genossen, möchte ich, dass hier das Kohlekraftwerk errichtet wird. Ja? Hier haben wir das Kohlekraftwerk, das haben wir an die die Kohleförderpipeline sozusagen, die Förderbänder mit angeschlossen. Und die Genossen haben hier auch nochmal einen kleinen Zwischenspeicher, ne? Ihr seht es. Das ist sozusagen der Hausspeicher hier des Kohlekraftwerkes. Und ich denke, dass diese Stadt, die hier errichtet werden wird, da unsere Eisenhütte hier angesiedelt wird, Genossen, ja, also von der Namensgebung bleibt da ja nicht mehr viel Spielraum übrig. Ja. Aber diese Bauarbeiten hier, die werden wir dann peu à peu, möchte ich die freischalten eigentlich, oder besser gesagt den Baubüros zugänglich machen. Und damit wir wirklich hier die Straße, den Tunnel, hier weiter noch nichts, denn ich möchte nicht, dass wir hier was bauen, was uns dann zwischenzeitlich wieder abbrennt, bevor wir hier die Feuerwehr nicht fertig haben. Und wenn diese Feuerwehr fertig ist, dann kann auch, dann müssen da auch Arbeiter hin transportiert werden, Genossen. Ja, aber das zu überlegen wird wahrscheinlich nicht im Inhalt der heutigen Episode mehr stattfinden. Von daher können wir das ein bisschen ausstellen, sozusagen, die Überlegung dazu. Ne? Hier geht's gut weiter, Genossen. Alle Konstruktionsbüros sind zugeschaltet. Das sieht gut aus. Und wenn ein paar Arbeiter hier rangefahren werden, dann können sie auch weiter bauen, sozusagen. Ja, Genossen, war ich auf Pause hier die ganze Zeit. Naja, gut, das ist natürlich ein bisschen schade, weil es hätte auch weitergehen können hier und der Treibstoff hätte schon geliefert werden können. Aber wir sehen jetzt, dass Valoka Distro Treibstoff hier mit als Lieferant aufgeführt wird. Und das ist gut so, Genossen. Die Baustellensituation hier in Strausberg selber entspannt sich auch langsam, so wie es aussieht, ne? Hier zum Beispiel gucken wir mal, das Stück ist fertig. Das sieht gut aus. Und das auch. Hier sind Konstruktionsbüros zugewiesen. Sehr gut. Sehr gut, Genossen. Ja, hier sind die Baustellen unter. Ja, das Ding ist, glaube ich, dass wir hier von der Seite aus nicht weiter bauen können, dass wir nur von der Seite hier bauen können, Genossen. Habe ich das Gefühl, als ob es nur von der Seite geht. Denn hier, das ist die erste Baustelle eigentlich zu der Seite hin, die ja auch zugänglich ist. Ne? Hier ist ja die Verbindungsstraße und die ist ja auch erreichbar oder nicht durch Baustellen jetzt großartig blockiert. Na gut, hier haben wir jetzt welche zugewiesen. Haben die Ressourcen auf der Baustelle, Genossen? Nee, ne? Arbeiter, doch, Arbeiter haben sie da. Ja, das ist natürlich von der Verteilung her suboptimal, Genossen. Also bei den Straßenbaustellen, da sollte ich mich ein bisschen zurückhalten in der Erteilung da von Bauaufträgen, ne? Schauen wir mal hier, wie es hier aussieht. Das sieht auch gut aus. Okay. Und hier sieht es auch gut aus. Sehr gut.
Ja, Genossen, dann ist Valoka soweit okay. Die Hafenstraße, ja, die Fortschritte hier sind überschaubar, aber das ist akzeptabel, da das ja jetzt noch keine Priorität hat. Hier hätten wir es denn gern fertig, wenn hier oben dann auch der Entladehafen fertig ist, ne? Da habe ich hier so ein Hafenbecken ausgehoben. Da haben die Bulldozer aus diesem Konstruktionsbüro hier hervorragende Dienste geleistet. Ja, also haben wir hier ein Hafenbecken ausgegrubbert und, oder ausgebaggert wäre das, ne? Und haben hier zwei von den Entladestationen für Schuttgutfrachter errichtet. Und das Ganze so, ja, das können wir auch mal kurz besprechen hier. Schaut hier, hier ist quasi Dock 1 und Dock 2, ne? Und eins von den beiden ist auch für die Anlieferung von Kies ausgelegt, weil ich hier eigentlich auf dieser Seite keine neue Kiesproduktion errichten wollte, dennoch denke, dass es schon sinnvoll ist, wenn wir vielleicht den Beton, den wir für die ganzen Bauarbeiten hier brauchen, wenn wir den hier auch lokal erzeugen, ne? Von daher, hier auch eine Option zur Kiesanlieferung mit eigenem Kieslager und zwei Vorratslager für die Kohle. Das wären dann ungefähr 4000 Tonnen Kohle, die da auf Vorrat sind oder auf Halde liegen und knapp 2000 Tonnen Kies. Und von dem Kies aus hier weiter habe ich jetzt noch nicht geplant, aber genau, denn das dauert noch, ne? Das dauert noch, Genossen. Hier, aktuelles Projekt, hier ist dieses Segment der Straße. Und auch das dauert noch. Von daher können wir hier ganz entspannt dem Fortgang der Bauarbeiten entgegenschauen. Gell? Ja. Ja, ihr Lieben, so weit, so gut, oder? Hier, seht ihr mal, hier macht es auch gute Fortschritte. Ja, herrlich. Da kann man noch einen Schluck trinken. Das sieht richtig gut aus, ja. Das sieht auch. Schaut es euch an, Genossen. Schaut es euch an. Im Entenmarsch sind all unsere Bagger unterwegs, um hier zu tanken, ne? Ja. Naja. Das können wir mal wegnehmen, das Fenster hier. Ja, die könnten eigentlich gleichzeitig auch hier den Räumdienst mit übernehmen, ne? Schaufel runter und wenn wir unterwegs sind zur Tanke, dann machen wir die Straße mit frei. Aber naja, soll auch nicht zu viel erwarten, Genossen. Die Order haben sie nicht erhalten, von daher wird die auch nicht ausgeführt werden. Ja, das ist aber gut, Genossen, dass das hier läuft mit der Tankstelle, das freut mich. Das ist ein Fortschritt. Minder Fortschritt seht ihr hier, die Stromversorgung ist immer noch recht volatil, um es mal vornehm auszudrücken. Lass uns mal schauen, welchen Bereich das hier betrifft. Hatte ja schon mal nachgeschaut, aber denke ich auch nicht weiter Aktionen unternommen, ne? Ja, na gut, wir sind, ja, bisschen Fluktuation ist hier. Was ist denn das hier? 20.000 Volt? 230, ja. Im Großen und Ganzen sieht es stabil aus, Genossen, ja? Mit gewissen Schwankungen sollten unsere Einwohner auch zurechtkommen. Da möchte ich jetzt keine weiteren Bauaufträge hier derzeit zu erteilen. Können wir schauen, wenn das später nicht besser wird, dann kann man das ja nochmal neu bedenken, eventuell einzelne Leitungen dann zu ersetzen. Ja, hier sieht es auch gut aus, ne? Die Straßenbauarbeiten sind gut vorangegangen. Und dieses Segment hier, das ist auch in Bearbeitung, das ist sehr gut. Und hier auch, sehr schön. Ja, sehr, sehr gut, Genossen. Auch in diesem Winter werden hier Straßen gebaut, das ist herrlich, das ist herrlich. Und ihr seht auch hier, die Lagerhallen sind in Mittels auch vorangegangen. Was können wir hier machen? Der Bau hat aufgehört, das können wir zuweisen, denke ich. Das können wir zuweisen. Konstrugebäude ist dabei, ja. Ne? Von hier aus können sie ran und da können sie auch dieses Stück hier danach machen. Danach aber, wie gesagt. Wo hat er denn hier? Achso, hier kommt man hier ran. Das heißt, dann können wir dieses Stück jetzt auch schon machen, oder? Ja,
Das kann in Auftrag gegeben werden. Bau fortsetzen. Okay. Dass wir die kleine Ecke hier auch fertig bekommen. Ja. Okay. Ja, soweit so gut. Das ist nice. So langsam werden die Probleme abgearbeitet hier. Das ist herrlich zu sehen. Was meint er, wie lange hier dieses Hufeisen oder besser gesagt der kleine Kreisel hier an der Mick gedauert hat, Genossen? Da glaubst du ja kaum, ne? Gerade als die Bauarbeiten da ausgesetzt waren. Und ich denke, hier könnten wir auch noch jetzt ein weiteres Stück mit hinzufügen. Und dann nehmen wir auch was mit Laternen. Das ist schon sinnvoll, ne? Gerade hier im Herzen unserer kleinen Republik, Genossen. Sperren wir das ganz? Ne, das sperren wir nicht ganz. Das sperren wir nicht ganz. Da machen wir wirklich peu à peu. Ganz kleine Häppchen. Genau. Ja, hier. Ja, hier haben wir zugewiesen. Und eigentlich könnten wir hier fortsetzen. Das war auch die Zufahrt hier zur Busstation. Ja. Da können sie von da ran und von da ran. Genau. Die Busse können ja auch hier rein und raus fahren. Das heißt, hier können wir ruhig mal dicht machen vorübergehend. Und ihr seht ja, die fahren sogar durch die Baustelle durch. Aber gut, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Ja. Also hier kann das auch weitergehen. Ja, Genossen, was ich euch noch zeigen wollte, dieses kleine Stück hier vor der Ausgabestelle, von der Kohle, ne? Von der Ladestation für die LKWs. Ja, das hat ewig gedauert, das fertigzustellen, aber wir haben es geschafft. Und das heißt, dass auch diese Straße, die hier von der Brücke direkt rüberführt, dass die endlich durchgängig asphaltiert ist, ne? Bis hier zur Querstraße. Und das ist ein richtig guter Fortschritt. Ja. Wie sieht es um die Wärmeversorgung aus, hier unsere Bürger? Das überprüfen wir jetzt anhand mal hier der Sterberate, Genossen. Da sehen wir es ja sofort, oder? Da sehen wir es doch. Dieses Jahr, wir haben 24. Dezember, heute ist Heiligabend quasi, 65. Und die Todesfälle, wo kommen die? Ach, hier hatten wir auch wieder einen Anstieg, oder, Genossen? Das ist jetzt dieses Jahr. Hier ist doch auch wieder so ein krasser Ausschlag. Uiuiui, wo kam denn das schon wieder her? Ich meine, jetzt ist es runtergefallen auf 0. Gut, der Ausschlag ging auf die 200 hoch ungefähr. Ne? Vielleicht ist es auch, wenn die Kältewelle kommt, unvermeidbar, dass einige da niedergerafft werden, einfach durch die Begleitumstände oder im Schnee stecken bleiben. Ne? Das weiß man ja nicht. Auf jeden Fall sind die Verluste überschaubar, Genossen. Und das ist positiv. Das ist ganz gut so. Auch wenn jetzt neuer Schnee hier dazukommt. Aber ja. Sollte ich doch öfter schauen, ob da alles okay ist, Genossen. Ja. Hier ist alles verschneit. Naja, wie gehabt. Unsere Zugdieselstation, die neue, ist voll und hat Elektrizität, alles sehr gut, genau, richtig gut hier, das läuft, sehr schön. Und ich denke, dass wir nächstes Jahr, quasi dann in 66, auch endlich hier den Straßenbau zum Großteil in Strausberg zum Abschluss gebracht haben werden. Ne? Damit wir die volle Power unserer Baubüros, dann oder Konstruktionsbüros besser gesagt, hier auf Eisenhüttenstadt quasi das zukünftige richten können. Ne? Hier sehen wir schon. Ja, sehr gut, Genossen. Dann lass uns doch diese Baubüros direkt mal nutzen, oder? Dass es hier vorangeht. Komm, dann machen wir hier ein Sejov. Bleibt das der Fluss Sejov, Genossen? Sejov. Ja. Nein, ich würde vorschlagen, dass wir dieser Hälfte hier auch einen Namen geben. Hier ungefähr, ne? Na, was mache ich denn hier? Eine Straße? Nicht Namen wollte ich haben. So. Was ist das geworden? The Duce oder was? Duce. Duceni. Duceni. Duceni.
Hat das hier ein Italiener mit reingeschrieben oder was, Genossen? Also schreibe Ducene. Nee, Ducene geht natürlich nicht, Genossen. Wir nennen das um. Und zwar wird das Dutsch. Na, klingt auch blöd, Genossen, oder? Wie kann denn die kleine Ecke da heißen? Also, ja, Dutschfurt. Dutschfurt. Die Dutschfurt. Die alte Deutschfurt, das hat sich dann zu Dutschfurt, der Mittelhochdeutschen, entwickelt gehabt, ne, Genossen? Das ist uns natürlich von der, ja, von der, wie nennt man das, die Geschichte da, der Worte, da ist uns das ein Begriff, Dutschfurt, genau. Also hier in Dutschfurt haben wir jetzt Konstruktionsbüros und das ist gut so, Genossen. Das heißt, dieses hier wird Dutschfurt Kipper. Womit wir dann wieder den Kies und den Asphalt dran schleppen können. Und da kaufen wir auch neue Fahrzeuge. Denn die Fahrzeuge, die wir hier im Einsatz haben, die brauchen wir hier auch, Genossen. Ne? Die sind ja nützlich. Das heißt, die sind noch nicht entbehrlich. Hier brauchen wir neue Fahrzeuge. Und was haben wir an neuen Fahrzeugen? Für Kipper natürlich unseren W50 derzeit. Ja, ihr seht es auch. Hier mein Lieblingskipper, der große... Naja, der Matz, ne, der braune mit dem 40 Tonnen Fassungsvermögen, der ist auch gar nicht mehr im Angebot, Genossen. Ja. Also, wir rüsten uns mit W50-Kippern aus. Das ist auch aus dem eigenen Angebot sozusagen. Und da haben wir jetzt 8, 9, 10, 11, 12. 12 sollten reichen, oder? Ja. Erstmal, ach komm, noch 4 dabei. So. Die haben wir ausgewiesen und da müssen wir sagen, wo sollt ihr den Kram abholen? Und zwar Kies bekommt ihr hier. Oder fangen wir mit dem Asphalt mal eben an. Asphalt haben wir hier. Und den Kies. Den sehen wir hier im Schnee gar nicht so wirklich. Den haben wir hier, Genossen. Das ist der Kies, ne? Ja, Kiesausgabe Valoka, sehr gut. Ihr seht es hier, ne? Und hier Valoka Asphaltwerke, sehr gut. Okay, dann haben wir das zugewiesen. Ja. Nice, nice. Mhm. Ja, mit Steuerung K habe ich hier nochmal das Overlay aufgerufen für die Verschneiung. Um das mal so ein bisschen im Auge zu behalten. Das ist ja schon interessant hier. In der Innenstadt passiert recht wenig eigentlich. Naja, es schneit jetzt auch, ne? Gegen den fallenden Schnee anschieben ist ja auch so ein undankbarer Job, mehr oder weniger. Ja, hier schiebt er vorne und hinten schneit es schon wieder zu, ne? Hier, seht ihr. Hier hatte er schon geschoben und jetzt kommen hier neue Punkte hinzu. Da ist ein bisschen Schnee gefallen. Ist schon wieder, ist schon wieder Arbeit erforderlich dort. Ja. Naja. Da kann man nur hoffen, dass möglichst wenig Schnee fällt im Winter, Genossen. Sind wir doch mal ehrlich. Wir wollen doch hier vorankommen, ne? Und nicht im Wintersport unsere Zeit vertrödeln sozusagen. Auch wenn es natürlich Spaß macht, ne? Gerade mit dem dazugehörigen Entertainment, sagen wir es mal so. Ja, ja, Genossen, wir waren dabei, hier die Baubüros ready zu machen. Und hier haben wir jetzt Kipper, wir haben Kies und Asphalt zugewiesen und wir sagen jetzt noch 1000 Meter reicht, weil er soll eigentlich nur auf der Seite hier operieren und kümmere dich um alles, auch um dieses Segment hier von der Brücke quasi, ne? Was fehlt denn hier eigentlich? Beton.
Beton genossen. Das heißt, ja, Beton hatte ich ja gesagt, wollte ich auf der Seite auch ein kleines Betonwerk errichten, aber das ist noch lange hin. Deswegen wären wir die zweite Hälfte in diesem Baubüro oder Konstruktionsoffice mit Mixer, also mit Mischern hier ausstatten. Ne? Betonmischer heißen die. Ich nenne die immer Mixer, glaube ich. Ja, ja. Ja, nehmen wir die hier. Wir haben nur das Modell im Angebot genossen. Also, da ist die Wahl nicht groß. Da nehmen wir auch, ja, jetzt sind 12. Machen wir voll das Ding jetzt, komm her. Dann haben wir ein kombiniertes Mixer- und Betonbüro nämlich. Beton haben wir hier. Und das müssten wir auch nochmal zuweisen, wo sie den abholen sollen. Müssen wir hier rüberfliegen, Genossen. Jetzt steht mir das hier im Wege. Also, jetzt habe ich es falsch weggeklickt. Das ist natürlich auch hinterhältig hier astral. Ne? Was machst du denn? Komm. Fokus, Concentration. Also, wir wollen jetzt hier die Betonquelle zuweisen, Genossen. Und die ist natürlich hier versteckt. Da haben wir unser Betonwerk. Und das weisen wir jetzt zu. Genau. Sehr gut, das ist gelungen. Valoka Betonwerk ist als Quelle zugewiesen. Sehr schön. Ja, das heißt, dass die Genossen von da hinten, quasi wenn die Straßenumstände es wieder erlauben, ja auch in Richtung Valoka vorstoßen können, um dann hier die Eisenhüttenstädterseite sozusagen mit Baustoffen zu versorgen. Ja, bislang sieht man davon noch nicht viel, ne? Warum sehen wir denn hier nichts? Unvollendete Straße ist zugewiesen, ja. Und ist ein Mixer unterwegs? Ja, seht ihr, Genossen, zwei sind losgefahren hier anscheinend. Und da sagt er auch, gut, das reicht jetzt erstmal, da muss ich nicht mehr tun. Okay, das ist auch okay, Genossen, das ist okay. Das heißt, wir haben ein kombiniertes Mixer- und Kipperbüro. Dann würde ich hier nämlich ein eins für den Straßenbau. Macht das jetzt Sinn, Genossen? Eins für den Straßenbau und eins für Gebäude extra? Ja, für den Straßenbau, das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn, Genossen. Die statten wir mal vernünftig aus hier mit Deckenfertigern. 4 Stück. Dann Bulldozer hat das andere Büro. Das brauchen sie nicht. Ich weiß nicht, im Bagger kriegen sie auch hier eins. Was hat der? Stufe 22, Stufe 20, 33. Ja, dann nehmen wir hiervon. Ne? So, 4 Bagger. Okay. Dann brauchen wir eine Walze für den Straßenbau. Nehmen wir 3 Stück, würde ich sagen. Dann brauchen wir ein paar von den offenen LKWs, damit wir die Maschinen durch die Gegend fahren können. Nehmen wir hiervon 3 oder 4. 4 ist besser als 3. Ja, Walze, Tundrekran, ein Straßenkran, Genossen. Ein W50, na klar, kann auch mit dabei. Dann brauchen wir vielleicht einen offenen LKW, ne? Für die Laternenpfähle oder sowas. Gut, wir haben die anderen beiden offenen LKWs. Eigentlich können die sich darum auch kümmern, Genossen. Wir werden jetzt keinen weiteren offenen LKW holen. Wir haben Straßenkran, einen Bus brauchen wir auf jeden Fall. Und da hatte ich bislang für die Konstruktionsbüros immer die Icarus genommen hier. Und das werden wir auch weiterhin so machen. 4 Stück, ja. Okay, dann sollte das erstmal genügen hier vom rollenden Material her. Und dann werden wir dem eine Quelle für die Arbeiter zuweisen, Genossen. Und da die Busstation hier im Hochbunker ziemlich überfüllt ist, wo ist sie? Hier vorne, ne? Hier war doch vorhin immer Stau, Genossen. Komm, das Overlay schalten wir mal ab. Ja, der Stau hat sich anscheinend aufgelöst, ne? Arbeiter satt. Wirklich, 150 Mann warten hier. Ah. Ja, ich glaube, dann können wir am Hochbunker auch noch zuweisen für hier hinten, ne? Für das Straßenbüro. Und dann machen wir das mal, Genossen, hier, bevor die starken Stratosphärenwinde meine Maus hier wieder abdriften lassen. Wo haben wir es jetzt? Hier hinten haben wir es, genau.
Also, dann schließen wir es noch mit an hier am Hochbunker. Habe ich jetzt das Baubüro wieder weggeklickt, Genossen? Ah, jeche. Come on. Also, der dritte Anlauf mittlerweile. Die Arbeiterquelle wird zugewiesen, Genossen. Und zwar haben wir gesagt, am Hochbunker. So. Und da sind wir schon. Okay. Ja, dann können wir die hier zumachen. Sehr gut. Und die lassen wir mal offen hier. Den lassen wir mal offen, Genossen. Müssen wir hier sonst noch was zuweisen? Ja, vielleicht haben wir hier jetzt ein geschlossen, offener LKW haben wir hier. Das heißt, dass wir... Ja, machen wir nicht... Doch, machen wir für Bretter und Fertigpaneele und Ziegelsteine. Das setzen wir wieder extra, Genossen. Da machen wir ein extra offenes Büro dann. Macht das Sinn? Ja. Naja, hoffen wir es mal. Komm mal her, dann nehmen wir das hier. Und holen hier von den offenen LKW. Und zwar können wir hier denn die W50 nehmen, weil die ja keine Fahrzeuge transportieren müssen. Der kann ja nur 9 Tonnen. Was heißt nur? Der kann auch 9 Tonnen transportieren, aber das ist ja jetzt nicht so dolle, ne? Naja, ein paar kann er noch haben. So, noch 4 dabei. Zack. Das war einer zu viel, Genossen. Ja, den verkaufe ich eben schnell hier. Zack. Okay, so sieht das nice aus. Da brennt schon wieder was vor sich hin. Hier der Kindergarten in Kolditz. Oha, wo ist denn das hier? Ja. Feuerwehrwagen wird gerufen. Ja, gerufen, Genossen. Reicht das denn? Ja, sind schon angekommen. Ihr seht das Blaulicht hier und das Feuer wird gelöscht. Sehr gut. Hoppala. Und ich habe dem Mikro erstmal einen mitgegeben. Das ist gar nicht so gut. Also zurück hier zu unseren Konstruktionsbüros, Genossen. Weil hier möchte ich jetzt gerne noch zuweisen, dass ihr die Ziegelsteine abholt. Also die Quellen für die ganzen... die Baustoffe sozusagen, ne? Nur, ja, im Schnee, da sieht man ja auch nicht so viel. Dennoch, das gehen wir jetzt an, damit das erledigt ist, sonst vergesse ich das nämlich nur wieder. Also die Ziegelsteine, haben wir gesagt. Ziegelsteine und Platten können wir jetzt zuweisen. Irgendwie will meine Maus heute nicht so wirklich, aber Ziegelsteine. Come on, jetzt war wieder Autosave dazwischen. Oh nein, der Wecker attackiert. Der Alarm sagt, die Stunde ist schon wieder vorbei, Genossen. Das ist ja unglaublich. Aber das machen wir noch fertig hier. Die Fertigbaupaneele, ne? Fertig müssen sie sein, damit sie eingebaut werden können. Und die Bretter, die haben wir ja direkt hier hinten in Waloka schon. In Neu-Waloka gelagert. Das heißt, die können wir hier abholen lassen über das die Straßenladestation. Ja, Fertigbaupaneele, Stahl. Und den Stahl auch, Genossen. Den Stahl auch. Der kann auch hier abgeholt werden. Ja, soweit so gut, ne? Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier noch ein paar geschlossene LKW mit ransetzen. Ja, das machen wir auch, damit wir die Komponenten durch die Gegend gefahren bekommen. Da nehmen wir geschlossene LKW und auch die W50, würde ich sagen. Hier die, genau. 4 Stück müssten hier reichen, ja. Und das weisen wir jetzt auch noch zu. Dann haben wir, glaube ich, für heute ein ganz schönes Zwischenergebnis erreicht. Aber das können wir gleich nochmal erörtern, wenn wir das Ganze rekapitulieren hier. Die mechanischen Komponenten erstmal zuweisen hier. Konzentration, Astralsilber. Sonst wird das nichts. Die Komponenten, Genossen, die haben wir ja hier gar nicht. Macht das eigentlich Sinn, wenn wir... Die haben wir hier gar nicht, sage ich hier. Die haben wir doch hier. Was erzähle ich denn schon wieder? Genossen, was erzähle ich denn schon wieder? Lagerkomponenten und das ist voll. Also im Rahmen dessen, was als voll gelten kann hier. Also, dachte ich doch. Und die elektrischen natürlich auch, ja. Die sollst du auch hier abholen. Okay. Ja, sehr gut. Beton hat das andere Büro. Den Asphalt haben die Straßenbauer. Kies haben die Kipper. Und Arbeiter brauchst du auch nicht hier.
Ja, sehr gut, Genossen. No? Das heißt, die haben wir auch noch mit beauftragt und dann benennen wir die auch noch hier als, ja, das ist dann Dutschfurt. Dutschfurt, ja, Konstru. Und das sind offene und geschlossene. Ja, hoffentlich hat er hier mit dem Kaufmanns und keine Probleme. Nee, das ist okay. Konstru offene, geschlossene, sehr gut. Und das benennen wir auch noch ungenossen, um das Ganze komplett zu machen. Das wird dann Dutschfurt, ja, Straßen. Straßen 1. Ich gehe davon aus, dass hier eventuell noch ein weiteres hinzukommt. Dutschfurt Straßen 1. Ja, das haben wir auch. Und das dritte im Bunde hier benennen wir nicht. Das ist das Terraforming-Büro, ne? Aber das haben wir, das haben wir. Und das haben wir auch. Sehr gut. Hier. Straßen 1 und hier die Kipper. Genau. Ja, Kipper und das benennen wir nochmal umgenossen. Das wird nämlich Kipper und Mixer. Kipper und Mixer. Also, oder Beton. Kipper und Beton. Nee, wir sind nach den Fahrzeugtypen gegangen. Also wird es Kipper und Mixer. Ja. Okay. Ja, Genossen. So weit, so gut. Das ist der Zwischenstand. Wir sind mittlerweile schon im Jahr 66 angekommen, hier Ende Februar. Und ja, die Bauarbeiten in Richtung der Eisenvorräte machen gewaltige Fortschritte. Ihr seht es hier. In der nächsten Episode werden wir der Fertigstellung der Brücke hier wohl beiwohnen können, so Gott will und das alles gut geht. Und ja, da freue ich mich drauf, Genossen, denn endlich können wir hier in diesen, ja, vor uns liegenden neuen Landschaften, ne, das alles Neuland, wie es so schön heißt, dieses Neuland hier besiedeln und dem Boden hier die Erzvorkommen abringen sozusagen. Ja, und ich denke, dass wir jetzt auch die Straßenbausituation hier so weit normalisiert haben, dass es nicht mehr zu großartigen Problemen führen wird. Ihr seht, die ganzen kleinen Baustellen hier sind mittlerweile abgearbeitet auf der Strausberger Seite. Auf der Kolditzer Seite ist es noch nicht so weit. Aber auch gerade deswegen möchte ich jetzt keine neuen zuweisen. Ne? Lass uns doch mal hier, ja, klar Schiff machen sozusagen und dann durchstarten. Ne, ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu der Regelverschärfung, also kein Einkaufen mehr von Einwohnern, in den Kommentaren hinterlasst. Und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, comment, like, subscribe. Euer Astralsilber sagt ciao für heute. Ciao, ciao.